Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am 8. März, also kommende Woche, ist Weltfrauentag. Das ist der Tag, an dem wir uns gemeinsam anschauen, was sich denn in unserem Land bewegt hat in den letzten Jahren, bei dem wir aber auch den Blick über den Tellerrand werfen sollten. Es ist der Weltfrauentag und deshalb steht es uns gut an, auch die Perspektive der Frauen in der ganzen Welt in den Blick zu nehmen. Und es steht uns ebenso gut an, zu fragen, was eigentlich die Fragen, was die Erwartungen, was die Ansprüche sind, die die einzelnen Frauen an uns, an die Politik und auch an die Gesellschaft stellen, was die Erwartungen sind, die aus der Perspektive der einzelnen Frauen an diesem Tag gerichtet sind und mit diesem Tag verbunden werden. Und diese Erwartungen können sehr unterschiedlich sein, je nachdem, welche Frau man fragen wird. Nehmen wir die Mutter, deren Tochter von Boko Haram in Nigeria verschleppt worden ist. Die wird die berechtigte Erwartung an uns alle, an die Weltgemeinschaft stellen, dass man diesen Terror beendet, diesen Terror, der die Frauen zum Opfer macht, der die Frauen zur Kriegswaffe macht, der speziell die Frauen leiden lässt, um eben die eigene Machtansprüche zu erfüllen und zu verfestigen. Nehmen wir die Frau in Afghanistan, die mit einem Mikrokredit eine kleine Näherinnenwerkstatt aufgebaut hat, damit ihre Familie ernährt, Vorbild ist für viele andere Frauen im Dorf und die zu Recht an uns alle den Anspruch stellt, dass man diese Rolle, die sie hat, nämlich eine starke Rolle, eine wichtige Rolle zum Aufbau krisengeschüttelter Gesellschaften, dass man diese starke Rolle weiter stärkt und sie dabei unterstützt, dass mehr Frauen eine solche starke Rolle im Aufbau krisengeschüttelter Regionen erfüllen können. Wenn wir in unser eigenes Land blicken, nehmen wir die 92-jährige Oma, die 4 Kinder erzogen hat, die unser Land mit aufgebaut hat als Trümmerfrau, die vielleicht jetzt in einem großen Haus irgendwo im Sauerland sitzt und sich fragt, ob ihre Lebensleistung denn von Politik und Gesellschaft eigentlich wertgeschätzt wird. Auch sie hat Erwartungen an den Weltfrauentag, Erwartungen an uns. Oder die 32-Jährige, die eine gute Ausbildung hat, die jetzt schwanger ist und sich fragt, ob denn Politik, Wirtschaft, Gesellschaft die Leistung, die sie mitbringt, ihre Fähigkeiten auch in den nächsten Jahren gut schafft, weiterhin respektieren wird und ob sie die verschiedenen Erwartungen, die sie hat für ihre Familie, für ihr Berufsleben, auch optimal erfüllen kann. Oder die 14-Jährige, die vielleicht an diesem Tag vorm Spiegel steht und mal schaut, wie so ihr Hüftumfang ist und Körbchengröße und dann schaut die Magermodels, die ihr von den Werbeanzeigen entgegenlächeln und sich fragt, ob das eigentlich das optimale Frauenbild ist, was die Gesellschaft ihr vermittelt. Also ganz unterschiedliche Erwartungen, Ansprüche, Fragen, die sich Frauen stellen an diesem Weltfrauentag und auf die wir als Politik Antworten geben müssen. Und wir alle wissen, dass Frauenpolitik eben nicht statisch ist, dass wir immer wieder weitermachen müssen und dass es viel Kraft braucht, damit wir bei all diesen Punkten vorankommen, damit wir uns weiterentwickeln. Und in den letzten 107 Jahren, seit es den Weltfrauentag gibt, hat sich vieles bewegt. Weltweit, teilweise zum Guten, aber leider gibt es auch in vielen Bereichen eine Rolle rückwärts. In unserem Land, in meinen Augen, größtenteils zum Guten. Wenn man mal bedenkt, dass noch in den 60er Jahren die Frau die Einwilligung ihres Mannes brauchte, um arbeiten zu gehen. Wenn man bedenkt, dass Frauen erst seit 100 Jahren wählen dürfen. Wenn man bedenkt, dass was wir allein in der letzten Legislaturperiode an Gesetzen gemacht haben, die darauf abzielen, dass wir mehr Frauen in Führungspositionen haben, dass das Thema gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit eine Selbstverständlichkeit ist. Wenn man mal sieht, dass wir beim Thema Sexualstrafrecht mit dem Gesetz Nein heißt Nein noch mal einen Meilenstein gegangen sind in der letzten Legislaturperiode, dann sieht man, dass wir auch in diesen Jahren eine große politische Verantwortung haben, in den verschiedensten Bereichen voranzukommen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Frauen sich genauso wie Männer
selbst verwirklichen können, ihren Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben finden und dass vieles, was wir uns als Idealzustand vorstellen, eben noch nicht der Fall ist. Und deshalb bin ich ebenfalls der Meinung, wie auch die Ministerin, dass wir auch mit dem Koalitionsvertrag eine gute Grundlage legen, dass wir auch in dieser Legislaturperiode weiter vorankommen. Wir dürfen nicht nachlassen, in unseren Bemühungen für die Frauen in unserem Land und eben auch weltweit zu kämpfen. Und deshalb danke ich Ihnen, dass wir über dieses Thema heute in der Kernzeit des Deutschen Bundestages debattieren können. Ich danke Ihnen, aber ehrlich gesagt erwarte ich es auch. Und ich erwarte, dass wir alle dieser Verantwortung gerecht werden und nicht nur heute am Weltfrauentag, sondern das ganze Jahr über. Und mit diesem positiven Ausblick darf ich mich auf die weitere Debatte freuen. Jetzt hat die Kollegin Nicole Höchst, AfD-Fraktion.